Ach, hier was zum Hochklettern, okay. The ritual has failed. Ja. The structure lies in ruins, ja. But you have at least survived. Ah, ja. You should feel relief, disappointment, confusion, anything but the rage that wells up from deep within you. Oh ja. The rage grows, burning hotter than the volcano itself, tearing at you, seeking to overpower your senses. The red mist wants to descend. The red mist feels like it does not belong to you. The red mist feels alive. War schon kurios irgendwie, dass sich Dallas da einfach rein teleportieren konnte. Zumal es hier auch kein Divine ist, soweit ich weiß. Also, bisschen kurios irgendwie die Story. Aber ich wäre jetzt eigentlich schon am Ende des Spiels, hätte ich das jetzt aktivieren können, was war halt nicht so. And it wants you, ja, ja. A familiar figure materialized. Oh. A copy of yourself. Oh. In rage. Your own face growls at you in hateful fury. Was mit dem Rest von uns? Wieso bin ich jetzt alleine gegen die? Seid ihr bekloppt? And your furious god begins to speak. You are the worst mistake I Sie have frech. Ever made. I gave you everything, and yet you would renounce me. Ja. I want it all back. Ich frag mich, all of my power, everything I gave you. Ob das anders wäre, wenn ich ihr Höriger gewesen wäre, der Dialog. Now, before it's too late, before the others come to take what's mine. Give yourself to me now, child. Hm. Give yourself to Amadia, body and soul. Das da? I found you. I fed you. Ja, ja. I gave you hope in the darkness. Na ja. And then I led you into the light. But if you refuse to obey me, I will take it all back. Okay, cool. Hätte ich mich jetzt theoretisch ohne Rüstung reingewagt und die Rüstung angezogen, wären die bestimmt alle ohne Rüstung, oder was? Fällt mir gerade so auf. Wäre eigentlich eine Idee, weil es, glaube ich, kostet nicht so viele Aktionspunkte, sich das anzuschrauben, die ganzen Rüstungsteile. Ich glaube, ein pro. Wäre es eigentlich wert, das mal auszuprobieren. Aber ich glaube, ich gewinne auch so insofern. Mal den hier vielleicht. Wirbelwind. Geht nur bedingt. Schade. Ich meine, ich kann damit alle treffen, wenn ich mich da einstelle. Dann mach lieber den hier, würde ich sagen. Ach ja, ach, was die Punkte sehe ich gerade. Kommen die alle her? Schon wieder. Gab es doch schon mal so eine Situation, wo ich so viele hatte. Und nicht wusste. Ah, ihr habt den nicht getroffen? Ah, ausweichen. Wo hast du den Skill bloß her? Ja. Das Blatt wendet sich gegen mich. Wie frech. Schaden mache ich damit? Genug. Fallt um. So. Innerhalb der nächsten zwei Runden, denke ich, das läuft. Jetzt bin ich mal gespannt. Idealerweise noch diese auf diesem Ziel machen, aber... Ich habe einen Aktionspunkt übrig, es muss doch genutzt werden, ist klar. Ich frage jetzt nur, ob auf den jetzt lohnt sich also mehr oder auf sie, damit ich meine Dings auch erfülle auf jeden Fall. Ich meine, Ivan greift es einmal an, das Ding ist weg. Aber Ivan ist der Letzte in der Runde, oh, das gibt's doch gar nicht. Aber so oder so, zwei Runden, das Ding kann ich lieber sagen überleben, das geht einfach gar nicht. Das ist völlig unmöglich. Und wenn es bloß Kollateralschaden ist. Ich mache trotzdem sie. Ich habe jetzt zwei Verkörperungen von Relic. Ist auch irgendwie merkwürdig eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Wo ist er hin? Ist er unsichtbar oder ist er abgehauen? Weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall nicht zu sehen. Ich klappe damit nicht mehr rauf. Was sieht so komisch aus? Ist hier irgendwo Blut zu sehen? Leider nicht. Kann ich einen quellenmagischen... steht nicht so aus. Schade. Sehr schade. So. Wenn ich mich hier hin düdle. Ob ich dann mit dem Wirbelwind alle treffe und vielleicht nochmal durchrushen kann, das wäre schon geil. Ba, 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 ba.
Was ist eigentlich hier für ein Gegner obendrauf? Wollte ich gerade eigentlich noch gucken. Wo. Ist doch was Rotes. Ungefähr hier muss das Rote sein, oder nicht? Ist doch zentral hier. Da soll ich hin. Ach so, das sind Lava-Eruptionen. Ach so, okay, also kein Gegner direkt. Ja, ich erinnere mich, die fallen dann runter, machen alles kaputt, da muss man aufpassen, sonst stirbt man sofort. Aber ich scheine nicht drin zu stehen, also alles in Ordnung. Dieser hier auch noch, bitte. Wir wollen Full Power. Diese Full Power. Ja, ich treffe sie alle. Haha, auch den habe ich getroffen. Es wird nicht reichen, den umzunieten, leider. Aber die drei. Ja, so bin ich. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert. Herausforderung gewonnen. Das ist ja super einfach, dieser Skill, den zu beherrschen. Die Frage ist nur, was... Wo steht jetzt der Buff dazu? Herausforderung gewonnen. Ah, okay, geil. Alter, das macht aber auch ordentlich was dann. Und ich regeneriere Lebenskraft. Okay, es ist nicht viel, es ist überhaupt nicht viel. Und es ist auch noch eine Runde, sehe ich gerade. Aber es ist ein kleiner Bonus, es ist nett. Ich habe mir davon aber ein bisschen mehr von versprochen. Aber 20% Schaden ist nicht ohne. Zumal es jetzt hier auf mal nicht drauf zu sein scheint. Das ist ja der normale Schaden, den ich hier habe, oder? Steht auch nicht drauf, dass es dadurch irgendwie... Doch, Herausforderung gewonnen, 20%. So wenig hast du bloß? Trotz 20% Bonus? Das kann doch nicht sein. Du brauchst dringend eine neue Waffe, mein Lieber. Echt super dringend. Bau. Mist, hab's geahnt. Naja, was soll's. Ich war mein Bester. Alle getroffen. So wie es sein soll. Peaks. Die sind ja einfach zu besiegen. Ich hatte auf Switch, glaube ich, deutlich mehr Probleme damit. Oh. Aber ich hatte noch gar nicht alle getroffen. An den kann ich mich gar nicht erinnern. Gab's den vorher auch? Aber er hat auch nicht mehr volle Leben. Also er ist schon offenbar geschwächt. Tja. Gut, dann ist das jetzt so, ne? Ah, reicht fast aus. Doch erhöhten Schaden irgendwie noch? Nee. Das ist doch ganz schön krass viel hier. Ah, normaler Angriff. Was willst du machen? Na, zeig, was du kannst. Ja, okay. Nicht auf Herr Lora, bist du blöd? Der greift Herr Lora an, der spinnt doch wohl. Aua, 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 aua. Alter Falter. Schmerzhaft. Ja, es wird alles ein bisschen lavaartig, das Ganze. Das ist nicht so schön. Das heißt aber, ich kann auch bloß da oben lang. Alter, hat der mir wehgetan oder was? Jetzt hat jemand volle Leben, um hier volle Kanne zu machen. Fiesling. Oh, jetzt war ich wieder dran, sehe ich gerade. Meine Güte, ich muss also jetzt auch ordentlich reinhauen. Jetzt eine Rüstung wegkriegen. Aber das geht. Das geht auf jeden Fall. Auch ohne Crit. Ah, mit Crit ist noch besser. Bitteschön. So. Wir wollen nicht, dass du angreifst. Ist dir klar, oder? Danke für die XP. The Titan lies in pieces before you. The god controlling it is dead by your hand. Ja, korrekt. Lava roils as earthquakes rumble around you. Shockwaves of sound pierce the air. The growl of shifting ground. Ich will den looten. A voice echoes in your mind. Bitte. It's Malady. Where the hell are you? She calls. Ah, find my beacon. We need to get out of here now. Okay. Her voice crackles and dissipates in your mind. Zack. Looten. Ich wollte looten. So. Das geht nicht. Ich muss es schon so machen. Ja, das ist sehr interessant.
Oh, liebe Leute, erstmal vor allem ein bisschen Heilung, würde ich sagen. Es ist halt Quatsch, aber... Ich fühle mich besser mit ein bisschen mehr Rüstung. So, Herr Zwerg. Mal durchporten, würde ich sagen. Aha. Siehst du, looten ist durchaus sinnvoll bei dem. Denke ich mal. Sieht ganz nett aus. Hä? Ich kann das nicht klicken. Na, ist egal. Ach, Aktionspunkte sind alle, wa? Naja, gut. Die wichtigen Sachen habe ich genommen. Ich glaube, das ist schon mehr, als ich jemals in der Switch hatte. Da habe ich sowas nämlich nicht getan, wenn ich mich richtig erinnere. Den gelootet. So. Ja, dann raus hier, oder was? Kannst du ja auch sowas Schönes machen. Da vorne ist die Barke. Ja. Bringt nur nichts, wenn er es macht. Aber es sind immer mehr oder weniger die gleichen Stellen. Ich meine, na, hier ist jetzt woanders. Brauche ich jetzt in beiden Sachen da nicht unbedingt, daher. Hauptsache ich sterbe jetzt nicht. Flop. Ich glaube, es reicht, wenn einer das schafft. Insofern, ja. Geilomat. Ist klar. Hab ich erwähnt, dass ich super froh bin, dass ich Eva nochmal ordentlich ausgestattet habe? Schon klar. I guess when I said never again, I really meant once or twice more. Oh Gott, hör auf damit, das ist ekelhaft. Okay. Okay. Ja. Okay. Ja. The Hall of Echoes once more. Our home away from home. You know what affects me a great deal? Hauling you thither and yon, only to see you still haven't managed to ascend. I want a god in my debt. Is that so much to ask? Ja, nö, ja. You managed to murder one of the seven. Quite the spectacle. Habe ich jetzt tatsächlich einen Gott getötet, ja? Ich weiß halt, welches gewesen ist dann. I've never seen anything so. Ja. Let's talk about this later. I need to rest. We've still one big jump to go, but it'll have to wait. Okay. She casts her gaze around, taking in the streaming bluish ether. She breathes a deep, ragged breath. At least it's quite beautiful here, isn't it? Oh ja. I'm going to take a rest, sort myself out. I suggest you do the same. Speak to the ship if you need me. She'll know where to find me. Okay. This may be your last bit of respite before the storm blows in again, Godwoken. Enjoy it. You deserve that. Dankeschön. So, jetzt ist vor uns eigentlich nur das letzte Kapitel tatsächlich. Die namenlose Insel ist hinter uns und der bla 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 bla. Und dann ist das Spiel zu Ende. Aber der Rest ist nochmal wieder ein bisschen länger. Also das war jetzt ein kurzes Kapitel tatsächlich, die Insel. Auch wenn ich sie lang gezogen habe, wie ich es halt so gut kann, aber es war eigentlich recht kurz. Naja. We're okay. He runs his paws over the cat's skeleton with long, methodical strokes. Sometimes his fingers curl, as if he's forgotten that Crocus's fur is long gone. Shh, don't cry. We got out. We made it. We're safe. They can't get us here. Oh, arme Katze. The knights will never hurt us again, Crocus. I promise. Okay. Quercus, after all the shield has done, do you think it's time? Ja. Yes. Yes, I think so too. The story belongs to us both. And by now the shield deserves to know the truth. Okay. The squirrel looks up and meets your eyes for the first time.
Small, shining beads take you in. Das klingt so niedlich. We have traveled some time together, Shield. There were times when I very nearly lost heart. My research, so much of it has led to naught. At times, I fear I am no closer to stopping the Acorn than when I started. Ja, das glaube ich aber auch so langsam. But you have been relentless. When I felt I might falter, you sallied forward. Sag doch, was Sache ist hier. You and the Quirkus have given me strength when mine waned. Okay. You deserve to know. Erzähl sie doch einfach. The reason I know so much about the Knights of Dre, the reason I'm the one who needs to stop them. Well, jetzt bin ich gespannt. I was one of their order. Nein. I was an acolyte of the great Acorn. Also hast du eben Gottkönig gedient, oder? Ich meine, die große Eichel ist nichts, was groß außer in seinen Erzählungen in der Geschichte vorkommt. Daher nehme ich mal an, es ist wahrscheinlich sein Äquivalent zum Gottkönig. I saw dwarves tear down my forest, turning my home into weapons of war. I saw humans launching great orbs of fire into the homes of my friends. I saw lizards shackling the citizens of the land with harnesses and whips. Die Schweine und die Elfen sind nett. Okay. At least that's what I thought then. I believed in the cause of the great Acorn. I believed the Knights of Dre were righteous. Okay. But they proved themselves zealots. Heartless. Okay. He runs his paws along Quirkus's bony head and scritches the space behind his ear. Quirkus rattles a dry, contented purr. So obmerkt als Skelett, naja gut. Quirkus was once a beautiful, burnished orange. Long of hair. Green of eye. So soft of tread he could stalk through a thicket of dry thorns without disturbing a single one. That was before. Before the Knights of Dre decided. Well, they decreed. They executed him. Nein! Squirrels alone shall reap the great acorn's blessing. Wie frech. They said. It's unnatural to associate with other species. So they killed him. My friend. It was then I knew that they'd gone too far. It was then that I realized what I had been party to. Ach Mensch. It took every last bit of magic I had gathered to bring him back. Then we ran. I just wanted to find a safe den where we could hide together, but... The squirrel sits quietly for a moment, running his hand down the cat's spine. Quirkus arches his back and flexes his claws. Man fragt sich, ich meine, Quirkus ist ja ein Tier, eine Katze, auch eine tote. Aber ich habe schon tote Katzen gesehen. Ich habe eine an Bord, oder hatte mal eine an Bord, die auch reden können, aber Quirkus spricht nie. Ich nehme mal an, dass die beiden miteinander ordentlich reden, aber ich finde es schade, dass ich nicht reden höre, irgendwie. But Quirkus said we could do more. He said we should push on. Ja. The cat leans into your palm, rubbing against you. And only a quick act of acrobatics stops Solora from being knocked off. Gut. The squirrel throws his hands up in indignity. But you can see a quiet smile spreading underneath his whiskers. What a bevy of misfits we are. Though I suppose it is best to fit badly in a world gone mad. Fear not, Shield. I will discover how to stop the great Acorn. I will protect the creatures of this land. All of them. Sehr from gut. The knights. Sehr gut. With Quirkus at my side, with you at my side, I know I will not fail. Sehr gut. So. Tch.
tolle Erkenntnisse, die kannte ich auch so noch nicht tatsächlich, weil ich habe das Bild alles ein bisschen weggeklickt irgendwann, weil ich auch noch fertig werden wollte, ab einem gewissen Punkt. Ach, guck mal einer an, der rote Prinz ist hier. Schön für ihn. Ja, auf jeden Fall tolle Sache und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Divinity Originals Sin. Tatsache, 30 Schaden jetzt extra durch den 20% Bonus. Gibt's ja nicht. Egal, es hat ein guter Skill im Prinzip. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!